Hallo von der Q18, bei mir ist Franka Bartke. Sie hat die 3-Year-Old Longschlein gewonnen, sowohl bei der DKH Authority als auch bei der NSBA. Franka, kannst du mir was zu dem Pferd erzählen? Ja, das ist logischerweise eine 3-jährige Stute. Die ist von der Ria Vicum gezüchtet, ist eine Ain't It The Blues aus einer Only The Moonlight Stute. Und die gehört der Constanze Waber. Die ist bei mir im Training seit Juni. Wir hatten auch eben fest mit den Longschlein-Klassen geplant. Die habe ich EM schon geschaut, da hat sie auch die 3-jährige Longschlein gewonnen. Wir hatten sie mit der Fregio Futurity, da war sie auch erfolgreich. Und habe mich jetzt sehr gefreut, dass es hier auch nochmal so gut geklappt hat. Hört sich gut an. Was magst du denn an den Longschlein-Klassen und wie hast du das Pferd darauf vorbereitet? Also ich mag sehr gerne, dass man einfach die jungen Pferde ein bisschen entspannt an den Turniersport ranführen kann, aber dass sie halt auch gleichzeitig einfach eine, sag ich mal, professionelle Bewertung von den Richtern kriegen, dass man auch selbst einfach so ein bisschen einschätzen kann, wo führt der Weg mit dem Pferd hin, wie viel bringt das tatsächlich mit. Und vorbereitet habe ich sie zu Hause viel auch mit Stangenarbeit, mit Doppellonge, einfach viel Bodenarbeit gemacht, dass sie gut auf meine Hilfen aufpasst, dass sie gut auf mich hört. Das hat sich zum Glück ausbezahlt. Das hört sich gut an. Kannst du uns noch mal was erzählen zu deinen Trainerplänen in der Zukunft? Ja, ich fange ab Montag quasi mein Sportstudium in Köln an. Das heißt, ich ziehe jetzt ab heute Abend offiziell um. Ich werde allerdings 5 Trainingspferde mitnehmen und definitiv die nächsten Jahre weiter schauen und auch weiterhin Kurse geben. Alles einfach ein bisschen reduziert, aber ich freue mich auf die nächsten Jahre Turniere auf alle Fälle. Dann wünschen wir dir ganz viel Glück für die Zukunft und danke, dass du da warst. Vielen Dank.